ein Mist. Okay, er macht Geräusche. Was macht er für Geräusche? Er macht Vatergeräusche. Also jetzt wollten wir Reisen nach Velen, haben wir jetzt als nächste Mission. Sollten wir mal jetzt Schnellreisen mal bemühen. So, Velen Weltkarte. Sollten wir mal. Nee, wir wollen hier nicht wieder. Das ist die Weltkarte. Nach Velen müssen wir. Hier müssen wir hin. Zum Geigenhügel. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Such an der Küste und in der Nähe von Häfen nach Booten. Ja. Ein paar Spieletipps, die angeblendet werden. Ladezeiten sind harte Zeiten. Tja. Velen, nördliches Temperien. 5 Tage später. Wir haben nur noch den Greifenkopf. Können wir den nicht irgendwo loswerden? Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung von Hearthstone. Die bisherige Quest wurde gegen die erste Quest von Hearthstone ausgeht. Nein! Für den grundsätzlichen Erweiterung der Charakter. Nein! Ich wollte Ciri retten und eine Hauptstory weitermachen. How about Snope? Ich meine, Quest aktualisiert die Nilfgaardische. Geht zur Taverne, das würde ich jetzt machen. Ich meine, würde das jetzt nicht so schnell durchwaschen. Das ist, wird jetzt, wenn ich jetzt das Hauptspiel durchgespielt habe, so schnell würde ich das nicht machen. Das war nicht meine Absicht, aber wenn dann im Chat jemand Bescheid weiß, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Wüsten, warum ich hier scheinbar schon im DLC bin. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich will jetzt einfach sagen, was das Spiel mir machen, was das Spiel mir sagt. Das ist dann. Taverne am Scheideweg. Ihr habt doch jetzt nicht einfach die in viele Streams haben wir gemacht, Ende an Silvester ein, letzte Woche. In 4 Stunden habe ich doch nicht das Hauptspiel durchgespielt. Das könnt ihr mir doch nicht sagen. Oder doch? Taverne am Scheideweg.
Ich geb sie nicht auf, nie im Leben. Ihr Gekrieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Nilfgaardische Verwendung. Ah ja, Tavernenwirt. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. So ein kleines Getränk. Muss verschwinden. Zur Hintertür raus! Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Ach, nicht so blöd. Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Sehe ich das nur so oder geht dich das einen Scheißdreck an? Ich hab mich wohl verhört. Hast du mich? Der Big Boss beleidigt? Dann muss ich ihn wohl töten. Mach das Stinktier kalt! Alle zusammen! Jetzt! Das war kein Problem. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Da kümmern wir uns drum. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Aha. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Ärger machen wir mal gerne. Sei gegrüßt. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Okay. Ein bisschen was im Geld haben wir. Fackeln werden wir bestimmt gebrauchen, aber... Okay, eine tolle Grindkarte. Das Mietzutat. Ja, ein bisschen Proviant sollten wir uns zulegen. Ein bisschen Obst, hätte ich nichts dagegen. Wir können uns kaum noch was leisten. Das bringt ja absolut, das Plunder, was wir mitgenommen haben, bringt absolut kein Geld ein.
Stumpfes Beil. Der verkauft es dann für 5, das ist clever. In München. Dann kann man es nichts mehr leisten. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Okay. Danke. Leb wohl. Das ist nicht dein Tag. Ach du Scheiße. Greift er mich einfach von hinten an, wenn ich hier was bestellen will. Das macht man aber nicht. Das ist aber nicht schön. Okay, blockieren, blocken muss ich noch lernen. Kein Stück saufen. Wir gerade noch. Sei gegrüßt. Einmal den blutigen Baron reden. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert, aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Ah ja. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Eine weitere Frage zum Baron. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerian, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Ja. Danke. Leb wohl. Und hätte was mit sich. Gebratenes Fleisch, das nehme ich natürlich gerne. Stumpfes Beil. Wiener Langschwert. Wie ist denn der Level von dem? Von den Schwertern? Schaden, 40 bis 48 Schaden. Das ist nicht schlecht. Das würde ich gerne mal ausrüsten. Hauptsache mehr Schaden. Und wir jetzt schon wieder angegriffen. Die dort. Ja, die dort. Ich bin gleich tot hier. Sollte man vielleicht was essen? Inventar. Bratapfel. Essen tun nur mit welchen? Und war das nur mit Z? Ja, haben wir ein Brot. Und Zen muss. Ist alles. Na toll. Nahkampf ist eine Null. So fast wie aufgeladen. Okay, ich glaube, wir sollten hier mal weg. Such in Heidefelde nach dem Agenten namens Hendrik. Okay.
Balkon, Langschwert. Da liegt dann auch noch einer. Trockenfisch. So, okay. Und haben das Pferd? Nee. Nehmen Plötzer. Haut ab. Können wir noch was looten? Nee, dann sollten wir uns nachher auf den Weg machen. Wo ist Plötzer? Ah, das ist Plötzer. In dieser Richtung wahrscheinlich. Langsamer. Ich muss aber kurz mal in den Inventar umgucken. 40 bis 50 Schaden. Ist aktuell 40 bis 48 Schaden. Okay. Wenn ich eine bessere Waffe mit besserem Schaden kriegen kann, nehme ich die natürlich. Und wir reiten in den Sonnenuntergang. Direkt in den Sonnenuntergang hinein. Sieht das nicht hübsch aus? Okay. Heya! Wenn du es noch rennen könntest, Pferd. Stacheldrahtzaun. Komm schon, Plätze. Wir sind fast da. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Der Nebel. Toll für die Hund. Roter tollwütiger Hund. Geht weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Ich hab dich gerade gerettet, du Troll. Beruhige dich, es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Oha. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Tja, wird wohl nichts auf der Quest. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Thank you.
Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Man flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay. Immer wieder geheilt und jetzt ab zur Hütte. Ah ja, der hat glaube ich auch einen Vorhalteeingang. Oh je. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Eine Handvoll geronnenes Blut. Hoffentlich ganz in der Nähe. Okay. Hendrik. Das ist er oder was? Beziehungsweise das war er. Dann wird es ihn wohl auch nicht stören, wenn wir looten. Okay. Ich suche die Hütte des Agenten mit Hilfe einer Hexersender. Ah, natürlich. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ein Luftzug in dieser Hütte. Ja klar. Hast du dich mal umgeschaut? Abgeschlossen. Und Schlüssel. Ein Schlüssel, den wir finden können. Hier ist nur die Sonne. Hier habe ich ein Arztzeichen gesehen. Und damit vielleicht. Nö, das konnten wir einfach mal einsetzen. Können wir die vielleicht öffnen mit dem...
Genau so. Das ist nach unten. Ah ja. Okay. Konnten wir tatsächlich. Tamara Strenger. Tochter des blutigen Barons, Mutti entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Okay, hier sind lauter Fässer. Was haben wir hier? Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder. Okay, wir haben wieder 100. Wir haben Geld. Ansonsten. Gibt's ja nicht viel. Den Ort mal untersuchen. Aha. Aha, eine Geheimtür. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Also. Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht, betrunkenes Schwein. Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Das klingt nach uns. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Aha, klingt nach einer neuen Mission, nach einer neuen Quest. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Klingt nach Hinweisen. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Ja. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Gib dich zum Burg des Barons. Oha. Fordern wir ihn direkt hinaus heraus. Hendriks Notizen. Da ist der Armer. Quest abgeschlossen, die Nilfgaardische Vereinbarung. Neue Quest-Hexen gejagt. Okay, neue Quest, blutiger Baron. Ja, die Nilfgaardische Vereinbarung haben wir noch nicht. Wir müssen Ciri trotzdem noch finden. Den Kopf tragen wir jetzt immer mit uns rum, oder? Können wir den nochmal abnehmen? Langsamer! Aha. Und das noch wohl dran. Na dann auf zum Baron. Liegt wahrscheinlich daran, wie schnell ich die Hauptquests erledige. Ich könnte wahrscheinlich noch 100 Nebenquests machen und dann. Der
wird's noch leid tun, dass deine Mama dich hat. Ach, halt den Rand. Oder sollen wir den jetzt und vorbeireiten? Tötet ihn! Haltet ihn! Ne, steig mal kurz ab. Mich alle auf einmal. Und kämpfen.